Günter Wagner hat Essen und Trinken zu seinem Beruf gemacht. Als Ernährungswissenschaftler ist er am Institut für Sporternährung in Bad Nauheim im Dienste der Spitzen- und Breitensportler im Einsatz. Und da war die Idee, ein Institut zu gründen, was auch die Sprache des Sportes, die Sprache der Sportlerinnen und Sportler spricht. Einmal eben für die 25, 26 Millionen Breitensportler und Freizeitsportler eine Institution zu gründen, aber auch im Bereich der Betreuung des Leistungs- und Hochleistungssportler. Und aus diesen zwei Bereichen hat sich das Institut für Sporternährung dann gegründet. Günter Wagner ist dabei am Institut in bester Gesellschaft. Insgesamt 6 Ernährungswissenschaftler helfen Sportlern unter anderem bei ihrem täglichen Ernährungsplan und das auch in der Praxis. Einer der Aufgaben des Institutes für Sporternährung ist es eben auch, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen zu machen. Und wenn es um Essen und Trinken geht, ist die Theorie das eine, aber die Praxis das andere, das viel wichtigere. Und gerade hier in der Küche vom Café Restaurant Hotel Johannesberg, führen wir eben auch praktische Kochkurse durch für Sportler, für Ehefrauen von Spitzensportlern, um einfach das, was wir für richtig halten, eben auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Begonnen hat für Günter Wagner alles mit dem Studium. Mit dem seinerzeit berühmten Fernsehkoch Max Insinger macht er dann Kochsendungen in der ZDF-Drehscheibe. Er schrieb einige Bücher zum Thema und gründete mit Dr. Med. Johannes Peil in der Sportklinik Bad Nauheim das Institut für Sporternährung. Ich glaube, wir waren mit der Sportklinik einer der allerersten, wo die Ärzte gesagt haben, wir outsourcen, wir gliedern die Ernährung aus, weil wir glauben, dass ein hoch ausgebildeter Ernährungswissenschaftler wie Herr Wagner oder Herr Schröder oder Frau Hund diese Dinge besser machen als die Ärzte. Ja, also wir haben uns da ganz, ganz früh selbst begrenzt und haben das nie bereut. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und inzwischen ist auch die Ernährungsschiene, glaube ich, von anerkannt hoher Bedeutung in dem Gesamtkontext der Betreuung. Als Ernährungsspezialist ist Günter Wagner seit vielen Jahren ein gefragter Mann. Klar, fast alle wollen am liebsten den einfachen Weg zur perfekten Figur wissen. Also der Wunsch kommt natürlich auch an das Institut für Sporternährung, entsprechende Diätpläne, Ernährungspläne zu erstellen. Auch da können wir nur helfen. Wir können verschiedene Erfahrungen aus den Lebensmitteln, wie die im Körper wirken, einbringen. Den Weg gehen muss der Sportler und der Ratsuchende selber. Wir können nur ein Wegweiser sein. Wir können vielleicht ein Begleiter sein. Wir können möglicherweise auch ein Trainer sein. Aber derjenige, der es machen muss und das Ziel erreichen muss, ganz egal was, auch beim Traumgewicht, muss der Ratsuchende oder der Sportler selber. Ernährung ist das A und O für die Leistungsfähigkeit in Sport, Beruf oder Schule. Da ist sich Günter Wagner nach unzähligen Studien sicher. Wir wissen und haben das gesehen, ein Tennisspieler, der plötzlich im zweiten Satz die Anzahl seiner Doppelfehler beim Aufschlag. Warum passiert das? Oder im Fußball, warum sind die Verletzungen eben ab der 70., 80. Spielminute sehr viel häufiger als in den ersten 10 Minuten? Das war etwas, was wir vom Sport gelernt haben und haben das übertragen. Das heißt, wie können wir mit dem, was wir essen und trinken, die grauen Zellen beeinflussen? Und diese grauen Zellen, das heißt hier, wie wir denken, was wir machen, das ist die Konzentration, die Reaktion, die Koordination. Und das beeinflusst dann eben unsere roten Zellen, wie schnell wir laufen, wie gut wir laufen, wie weit wir springen. Schon von Anfang an ernährt sich Günter Wagner ganz bewusst. Als ambitionierter Badmintonspieler verdankt er so manchen Sieg einem gut gefüllten Kohlenhydratspeicher vom Vortag.